Hello and welcome back. Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute zum Thema Contact Clauses. Was sind Contact Clauses überhaupt und woran kann ich sie erkennen? Also, los geht's. Starten wir erstmal mit zwei Beispielsätzen. This is the teacher who I like the most. This is the teacher I like the most. Fällt dir etwas auf? Genau. Im zweiten Satz, der ansonsten genau gleich aussieht, finden wir kein Relativpronomen. Contact Clauses sind also besondere Relativsätze, in denen man das Relativpronomen who, which oder that weglassen kann. Das geht natürlich nicht immer. Und wann das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Um euch zu zeigen, wann man ein Relative Pronoun weglassen kann, brauche ich zwei verschiedene Beispiele. This is the teacher who teaches English. This is the teacher who I like the most. Das Relativpronomen hat in diesen Sätzen zwei verschiedene Funktionen. Weggelassen werden kann ein Relative Pronoun nur dann, wenn es das Objekt im Relative Clause ist. Wir müssen also erstmal herausfinden, ist unser Relative Pronoun Subjekt oder Objekt im Relative Clause. Das funktioniert zum Beispiel, indem man das Bezugswort in den Relative Clause einsetzt. Probieren wir das Ganze einmal aus. Setzen wir das Bezugswort the teacher im Relative Clause ein, entsteht der Satz the teacher teaches English. Das who steht im Relative Clause also als Subjekt, denn es steht ganz am Anfang des Clauses und darauf folgt ein Verb. Auch in unserem zweiten Beispiel bezieht sich who auf the teacher. Allerdings steht es hier nicht als Subjekt, sondern als Objekt. Setzen wir the teacher doch einmal ein. I like the teacher the most. Hier ist I das Subjekt, like das Verb, the teacher das Objekt. Ein ganz einfacher Trick ist es übrigens, mal hinter das Relative Pronoun zu schauen. Steht danach ein Verb, dann ist das Relative Pronoun ein Subjekt und kann nicht weggelassen werden. Steht danach allerdings ein Substantiv oder ein Pronomen, dann ist es ein Objekt und kann weggelassen werden. Nochmal zusammengefasst. Contact Clauses sind eine besondere Form der Relative Clauses, bei denen man das Pronoun who, which oder that weglassen kann. Das geht aber nur, wenn das Pronomen das Objekt des Relative Clauses ist. Das erkenne ich zum Beispiel daran, dass danach kein Verb, sondern ein Substantiv oder ein Pronomen steht. Und das war's mit dem Lernvideo zum Thema Contact Clauses. Bis zum nächsten Mal. Bye bye!